Gesegneten Sabbat. Schön, euch alle zu sehen und schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf www.juhlmedia und auf YouTube und dass wir gemeinsam heute diesen Sabbat-Gottesdienst erleben können. Gott ist gut, oder? Was für ein wunderschöner Sabbat, den wir heute haben können. Und ihr wisst ja, der Sabbat hat eigentlich welche Hauptfunktion? Das solltet ihr mittlerweile gut wissen. Was ist der Sabbat für ein Tag? Woran sollen wir besonders gedenken? An die Schöpfung, oder? Der Sabbat ist ein Tag der Ruhe, ein Tag des sich Verbindens mit Gott, aber insbesondere auch, damit wir daran denken, dass Gott die Welt geschaffen hat, in 6 Tagen, am 7. Tag geruht hat, damit wir über seine Schöpfung nachdenken. Und auch heute möchte ich euch ganz kurz etwas erzählen, was ich in den letzten Tagen und Wochen aus der Schöpfung gelernt habe. Und zwar möchte ich euch erzählen von unserer Nachbarin. Wir haben eine ganz besondere Nachbarin, sie ist sehr schön und ich verbringe sehr viel Zeit mit ihr. Und jedes Mal, wenn ich in den Garten komme, dann kommt die Nachbarin sofort zu mir. Und wir sprechen nicht viel, weil sie nicht sprechen kann. Unsere Nachbarin heißt Resi. Und Resi ist ein kleines, ja, mittlerweile schon einigermaßen ausgewachsenes Reh. Ihr habt vielleicht schon mal ein Bild gesehen in unserer WhatsApp-Gruppe. Unser Nachbar ist ein Förster und er hat vor etlichen Monaten mal dieses kleine Reh, das verletzt war, an einem Fuß aufgegabelt und man konnte es nicht mehr freilassen in die Natur. Es war nicht so stark genug, um alleine zu leben. Er hat es mit nach Hause genommen und ehe man sich versah, wurde es wieder ganz gesund, aber jetzt hat es sich so sehr an Menschen gewöhnt, jetzt wohnt es da in unserem Nachbargrundstück. Und jedes Mal, wenn ich dann rausgehe zur Morgenandacht und noch einen Umweg mache zu unseren Johannisbeersträuchen, um da ein bisschen schon mich zu stärken für den Weg, dann kommt Resi angehoppelt und springt manchmal auf den Zaun so rauf und lässt sich streicheln. Und Resi und ich, wir haben viel Freude. Aber was interessant ist, ihr wisst, Rehe sind Fluchttiere. Und obwohl wir uns schon gut angefreundet haben, und also Bea kennt sie noch besser, Bea muss nur mit der Zunge schnalzen, da kommt sie durch den ganzen Garten angerannt. Obwohl wir uns so gut angefreundet haben, ist es doch so, dass sobald sie ein bisschen Angst bekommt, sie schnell wegrennt. Ja, das kann also passieren, dass irgendwie die Gartentür nicht ganz zu gewesen ist, ein Windstoß kommt und es macht Puff. Und ehe man sich's versieht, ist das Tier weg. Ja. Obwohl ich ihr gar nichts Böses will, ja. Gerade vor ein paar Tagen war es so, ich kam um die Ecke, sie hat mich nicht gesehen und ich stand plötzlich da und sie hat sich so erschrocken, sie ist einfach weg von mir gelaufen. Ich fragte, Resi, was ist los? Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, ich bin eigentlich auch wie dieses Reh. Wir sind auch so scheu und so leicht zu erschrecken in unserem geistlichen Leben. Wir haben uns an Gott gewöhnt, wir wissen eigentlich auch, dass er gut ist, aber sobald Dinge in unserem Leben kommen, die wir nicht verstehen, Dinge, die uns erschrecken, dann sind wir schnell weg und lassen uns leicht davon irgendwie abhalten, weiter auf Gott zu vertrauen. Und da habe ich dann gedacht, okay, so wie ich geduldig mit Resi bin, ja, und immer wieder dann hoffe, dass sie wieder zu mir zurückkommt, umso viel mehr ist eigentlich Gott gnädig mit uns und denkt sich vielleicht auch manchmal, Christopher, warum hast du jetzt Angst in dieser Situation? Warum hast du dich jetzt entfernt? In Wirklichkeit ist Gott auch nur gut zu uns. Ich möchte mit euch heute über ein Wort nachdenken, über einen Begriff, den wir im Alten Testament finden, aber dieser Begriff ist nur der Ausgangspunkt für ein Thema, der uns das in dieser Predigt beschäftigen wird. Der Begriff ist Eben-Ese. Und bevor wir das studieren, möchte ich euch einladen, wie es unsere gute Gewohnheit ist, bevor wir jetzt das Wort Gottes noch einmal aufschlagen, dass wir noch einmal niederknien und Gott anbeten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für diesen wunderschönen Sabbat. Für diese besondere Gemeinschaft mit dir, für den Segen, den du uns schenken möchtest. Herr, wir glauben, dass der ganze Himmel uns zur Verfügung steht. Alle Segnungen, die du dir nur ausdenken kannst, sind für uns gedacht. Und Herr, so bitten wir dich um ein offenes Herz, um klare Gedanken, dass der Segen nicht an uns vorbeizieht, ohne dass wir selbst davon profitiert haben.
möchte ich bitten für jeden Einzelnen von uns, die heute hier sind, die live zuschauen oder später das Video anschauen werden, dass du jedem Einzelnen ganz nahe kommst, durch deinen Geist in unser Herz hineinsprichst und dass wir festes Vertrauen auf dich fassen und wissen dürfen, dass du für uns da bist, egal was passiert. Das bitten wir alles im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, 1. Samuel, das erste Buch Samuel, Kapitel 7 und dort Vers 12. Das ist der Ausgangstext, von dem wir den Begriff nehmen, den wir heute uns anschauen wollen. In 1. Samuel, Kapitel 7 und dort Vers 12. Es geht hier um den bekannten Propheten, Richter und Führer Israels, Samuel. In 1. Samuel 7, Vers 12 heißt es, und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Schen auf und er gab ihm den Namen Eben-Ezer und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Gerade zuvor hatten die Israeliten mit Gottes Hilfe eine Schlacht gewonnen gegen die Philister. Und dieser Gedenkstein sollte daran erinnern, dass Gott Großes getan hatte für das Volk. Ein Stein, der dort stehen bleiben sollte, sodass wann immer ein Wanderer in späteren Zeiten an diesem Stein vorbeikommen würde, sich erinnern könnte, hier hat Gott geholfen. Der Name des Steines sagt schon, was er ausdrücken sollte. Eben heißt hebräisch Stein und Ezer heißt Hilfe. Dieser Stein sollte eine Erinnerung daran sein, dass Gott geholfen hatte. Nun, an jenem Tag musste sich niemand daran erinnern. Sie hatten es gerade erst erlebt. Aber Samuel wusste, genau das, was auch wir aus eigener Erfahrung kennen, wir neigen dazu, die Hilfe, die Gott uns schon gegeben hat, im Laufe der Zeit zu vergessen. Und so finden wir in der Bibel immer wieder Beispiele, wo Menschen Gedenksteine aufgerichtet haben. Zum Beispiel, nur als ein weiteres Beispiel, in Josua, Kapitel 4. Als die Israeliten unter Führung des Nachfolgers von Mose, Josua, den Jordan auf trockenem Fuß, mit trockenen Füßen durchschritten haben, heißt es, nachdem sie das getan haben, in Josua Kapitel 4, Vers 20, und Josua richtete die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, in Gilgal auf. Noch Jahrhunderte später konnten Menschen, wenn sie am Jordan spazieren gehen würden, sehen, dass dort diese Steine standen und sie konnten sich daran erinnern, Gott hat geholfen. Aber wenn wir nochmal uns zurückerinnern an das, was wir gerade in 1. Samuel 7 gelesen haben, dann wissen wir, dass Samuel nicht nur gesagt hat, heute hat Gott uns geholfen. Sein Ausdruck oder der Stein war nicht nur Ausdruck einer spontanen Dankesbezeugung, heute hat mir Gott geholfen, sondern was hatte Samuel gesagt? Er hat gesagt, Gott hat uns bis hierher geholfen. Nicht nur heute, nicht nur gestern, sondern Samuel sagt zu dem Volk, wenn wir zurückschauen in die Vergangenheit, in die letzten Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, dann sehen wir, dass Gott uns geholfen hat, immer und immer wieder, bis zum heutigen Tag. Wenn du zurückschaust in dein Leben, in die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre und Jahrzehnte, kannst du auch sagen, dass Gott immer und immer wieder dir geholfen hat, bis heute. Die Israeliten wussten noch nicht, was in der Zukunft ist. Aber sie konnten mit Zuversicht sagen, bis heute hat Gott mich noch nicht verlassen. Bis hierhin, bis zu dem Punkt, an dem ich gerade stehe, hat Gott mir geholfen. Wenn wir ehrlich sind.
und unsere Sorgen, die uns manchmal so unser Denken vernebeln, mal für einen Moment vergessen und zurückschauen, können wir nicht genauso sagen, bis heute, wir wissen nicht, was morgen kommt, aber bis heute, bis hierhin war Gott gut zu mir. Dieses Zeugnis finden wir nicht nur bei Josua oder bei Samuel vielmehr. Schlagt mit mir auf in 1. Mose 48. In 1. Mose 48 und dort Vers 15 und 16. Wir sind dort in den letzten Tagen eines der großen Gottesmänner. In den letzten Tagen von Jakob, der durch seine Bekehrung zu Israel geworden war. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte von Jakob. Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen. Eine Geschichte mit vielen Umwegen. Eine Geschichte, in der längst nicht alles glatt lief. Eine Geschichte mit vielen familiären Problemen. Aber am Ende seines Lebens kann dieser Jakob sagen, nachdem er über 130 Jahre auf dieser sündenkranken Welt gelebt hat und selbst manches dazu beigetragen hat, dass sein Leben nicht immer einfach war, er sagt in Vers 15, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen, der segne die Knaben. Und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak. Und sie sollen zu einer großen Menge werden auf Erden. Habt ihr gesehen, was Jakob sagt? Er sagt nicht, ab dem Zeitpunkt, da ich mich bekehrt habe. Er sagt nicht, ab dem Zeitpunkt, da ich zum ersten Mal gewusst habe, dass es Gott gibt. Er sagt, ab dem Zeitpunkt von wann? Ab dem Zeitpunkt, seit ich bin. Jakob schaut über 130 Jahre auf sein Leben und er muss sagen, seit ich geboren worden bin, bis zu dem heutigen Tag, hat Gott mich behütet. Und Jakob wusste, was er sagte. Jakob hatte einen besonderen Beruf. Wisst ihr, welchen Beruf Jakob hatte? Oder welchen Beruf er jahrelang, jahrzehntelang ausgeübt hat? Er war Hirte. Er wusste ganz genau, was er sagte. Gott hat mich behütet. Er wusste, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Er sagt an anderer Stelle, dass das kein Zuckerschlecken war. Das war kein Beruf, den man von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr oder 17 Uhr nachmittags machte, wo man seine festen Urlaubszeiten hatte und seine Rentenzuschläge. Nein, der Beruf eines Hirten war wirklich sehr anstrengend. Und er wusste, es gab Schafe, die wegrennen konnten. Es gab Schafe, die nicht hören wollten. Es gab Schafe, die bedroht waren von wilden Tieren. Er wusste, dass bei Hitze und bei Frost oft durch die Nacht hindurch er für diese Schafe sorgen musste. Und mit dieser Erfahrung sagt er, obwohl ich so ein dummes Schaf gewesen bin oft, obwohl ich so oft mich nach links und rechts gewandt habe, obwohl ich manchmal schon fast in den Klauen eines Löwen gewesen bin, Gott hat mich behütet. Bis heute. Bis zu diesem Tag. Der Engel, der mich erlöst hat, und natürlich ist dieser Engel nicht irgendein Engel, sondern welcher Engel hat die einzige Macht? Welcher einzige Engel hat die Macht, wirklich zu erlösen von allem Bösen? Es ist Jesus Christus, der oft im Alten Testament als der Engel des Herrn erscheint. Er sagt hier, Jesus, der Sohn Gottes, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen. 130 Jahre und ein paar mehr hat Jakob auf dieser Welt gelebt. Und wir kennen seine Geschichte. Am Ende seines Lebens kann er sagen, es gibt nicht eine böse Sache, von der Jesus mich nicht erlöst hätte. Es gibt nicht eine Situation in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, in der Rückschau, ich war ganz alleine und Gott war nicht bei mir. Er hat mich behütet. Jakob weiß selbst, dass er viele Fehler gemacht hat, aber er weiß, trotz alledem, in alledem ist Gott bei mir gewesen. Als Samuel sagte, Gott hat uns geholfen bis zu diesem Tag. Und er zurückschaut in die Vergangenheit. Sah er dort in der Vergangenheit von Israel viel Gehorsam? Sah er viel Willen, Gottes Willen umzusetzen? Sah er viele tolle Taten für Gott? Wenn Samuel in die Vergangenheit schaute, zurückschaute in die ersten Bücher von Samuel und in die Zeit der Richter, wie würdet ihr sagen, wie könnte man die Vergangenheit Israels bezeichnen? Es war viel ab und wenig auf, nicht wahr? Viele Tiefs und wenige Hochs. Und trotzdem sagt Samuel, bis hierhin hat Gott uns
geholfen. Denn das Buch der Richter zeigt, egal wie schlimm die Israeliten es getrieben haben, wann immer sie Gott um Hilfe gerufen haben, war er da. Wann immer sie ihn angerufen haben, hat er ihnen geholfen. Bis zu diesem Tag. In 5. Mose und dort Kapitel 1. Ein tolles Buch übrigens. In 5. Mose Kapitel 1. Als die Israeliten vor dem gelobten Land stehen und Panik bekommen, weil die Riesen so groß sind und die Städte angeblich befestigt bis an den Himmel. Schaut, was dort Mose dem Volk zuspricht in Vers 29 bis 31. In 5. Mose 1, Vers 29 bis 31. Dort sagte Mose zu dem Volk, ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird vor euch kämpfen, ganz so, wie er es euch für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Ich glaube, ihr kennt ein bisschen, wie die Israeliten durch die Wüste marschiert sind, oder? Ich glaube, ihr kennt die Geschichten, die dort von Ägypten bis zum Sinai und dann vom Sinai bis nach Kadesh Barnea stattgefunden haben. War das eine unablässige Folge von Gehorsam? War das ein geistlicher Sieg nach dem anderen? Wie würdet ihr die Geschichte Israels vom Auszug Ägyptens bis zum gelobten Land, wo sie zum ersten Mal an der Grenze des gelobten Landes stehen, wie würdet ihr das charakterisieren? War das nicht eine Folge von, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir wollen was anderes zu essen haben, wir wollen überhaupt was zu essen haben, wir wollen was zu trinken haben, Gott kümmert sich nicht. Sie haben gemurrt und getadelt und sich beklagt und haben sich beschwert und als Gott mit dem Feuer vom Himmel herabkam, die 10 Gebote gesprochen hatte und sie gesagt haben, okay, wir sind dir treu. Schon nach der ersten Prüfung, als sie Mose nicht mehr sahen, vor einige Wochen, rannten sie um das goldene Kalb. Wir kennen die Geschichten, aber kennen wir auch die Perspektive Gottes? Mose erinnert das Volk und sagt, in all dem hat dich Gott getragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Und wenn ihr das glaubt, dann dürft ihr wissen, dass egal welche Schwierigkeiten jetzt auf euch zukommen, Gott wird für euch kämpfen. Wenn ihr euch daran erinnert, wie er in Ägypten für euch gekämpft hat, dann werdet ihr auch glauben, dass er gegen die Kanaaniter kämpft. Aber ihr kennt die Geschichte. Das Problem der Israeliten war nicht, dass sie die Segnungen Gottes erlebt haben. Das Problem der Israeliten war, sie hatten die Segnung Gottes erlebt und wieder vergessen. Sie waren gesegnet worden wie kein Volk zuvor. Gott persönlich war herabgekommen, hatte sie aus Ägypten herausgeführt. Er hatte ihnen Manna vom Himmel regnen lassen, Wasser und Honig aus dem Felsen, sagt die Bibel. Er war persönlich als der Gott des Universums vor ihnen hergezogen, hatte ein Zelt sich bauen lassen, um bei ihm zu sein. Niemals ist ein Volk so sehr gesegnet worden wie das Volk Israel im Alten Testament. Aber sie hatten die Segnung zwar entgegengenommen, sie haben das Manna gegessen, sie haben das Wasser getrunken, sie haben Gottes Gegenwart gesehen, aber sie haben nicht daraus gelernt. Und deswegen waren sie nicht bereit zu glauben, dass Gott ihnen helfen würde. Wir sehen also sehr deutlich, erstens, dass Gott uns segnet und führt, dass er uns für uns da ist und uns tragen möchte. Aber die Frage ist, lernen wir aus diesem Segen? Haben wir den Segen Gottes, den er uns gegeben hat schon, eigentlich voll ausgeschöpft? Meistens ist es ja so, dass wir in unserem Kopf das so denken. Ja? Wir denken, oh, Gott hat mich gesegnet, er hat mich erlöst, er hat mich befreit von der Sünde, er hat mir die Schuld ergeben und jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich gehorsam sein, jetzt muss ich mich anstrengen, jetzt muss ich Mission machen, jetzt muss ich, weil er mich gesegnet hat, jetzt muss ich etwas tun. Ich möchte heute den Fokus auf etwas anderes legen, nämlich die Frage, ob wir überhaupt den Segen, den Gott uns gibt und gegeben hat, den wir für selbstverständlich anerkennen, ob wir den schon ganz ausgeschöpft haben. Denn immer und immer wieder sehen wir, dass
die großen Gottesmänner Erinnerungsmerkmale gemacht haben, damit man sich erinnert an den Segen, weil man ihn offensichtlich noch braucht. Die Israeliten sollten sich erinnern an den Segen in Ägypten, als Gott sie befreit hat. Sie sollten sich erinnern an die Segnung in der Wüste, damit sie jetzt in den zukünftigen Problemen Glauben haben für das, was noch auf sie zukommt. Haben wir den Segen Gottes voll ausgeschöpft? Schaut mit mir eine interessante Geschichte an. In 1. Könige 19. 1. Könige 19 ist die berühmte Geschichte von Elia. Ich denke, ihr kennt die Geschichte von Elia, oder? 1. Könige 18 ist die Geschichte, wo Elia auf dem Berg ist. Buchstäblich und auch übertragen. In 1. Könige 18 ist er auf dem Berg Karmel und kämpft alleine gegen 850 Götzenpropheten und den König und die Königin. Und ganz Israel steht dort. Er kämpft alleine für den Herrn und zeigt, dass Gott der wahre Gott ist. In 1. Könige 19 ist er im Tal. Denn ihr wisst, dass nachdem er in 1. Könige 18 auf dem Berg Karmel gezeigt hat, durch das Feuer, das vom Himmel kam, dass Gott der wahre Gott ist, die Isabel ihm nach dem Leben trachtete und er plötzlich Panik bekam. Fast wie ein Reh, das sich erschreckt, weil die Tür zuknallt. Manchmal sind wir wie die Rehe, die aufgrund einer Kleinigkeit, denn wenn man gerade gesehen hat, wie Gott vom Himmel Feuer fallen lässt und 850 Propheten des Baal und der Aschera tot sind und das ganze Volk offensichtlich erkennt, dass Gott der wahre Gott ist, was ist dann das Wort einer rachsüchtigen Königin? Aber dieses eine Wort reicht aus und wie ein Fluchttier ergreift er die Flucht, rennt davon und glaubt, alles ist umsonst gewesen. Wie oft haben wir schon große Dinge mit Gott erlebt und 3 Wochen später denken wir, alles ist umsonst. Es bringt ja gar nichts. Wir alle, ganz egal wie gewaltige Erfahrungen wir mit Gott gemacht haben, wir alle kommen an den Punkt, dass wir denken, bringt nichts. Wir alle kommen an den Punkt, wo wir denken, es ist zu dunkel, es ist zu nutzlos. Er sagt in 1. Könige 19, Vers 4, er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit. Er ist ja geflohen, so weit er nur konnte. Er war ja eigentlich im Nordreich Israel, wo die Isabel auch war. Er ist geflohen aus dem Nordreich in das Südreich, aber nicht nur dahin, sondern in den äußersten Süden des Südreiches, nach Beersheba. Und als er dort war, an der äußersten Südgrenze vom Südreich Israel, war es ihm immer noch nicht weit genug. Er flieht in die Wüste, wo es keinen Menschen mehr gibt, in der Hoffnung, weit, weit weg zu sein von der Isabel. Weil er hat Angst um sein Leben, aber schaut mal, was er dann sagt. In Vers 4, er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod. Was? Er läuft gerade weg, weil er Angst hat zu sterben. Aber diese Angst zu sterben macht ihn so depressiv, dass er am Ende sogar sterben möchte. Könnt ihr sehen, dass wegzulaufen letztendlich eigentlich ziemlich widersinnig ist? Aber das ist, was wir oft erleben. Und das ist eine Realität in unserem Leben. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wisst ihr, diese Bitte ist außergewöhnlich. Es ist, soweit ich sehen kann, das einzige Gebet in der Bibel, das niemals beantwortet worden ist und auch niemals beantwortet werden wird. Elia bittet hier, dass er sterben wird und Gott sagt, weißt du was, du wirst nie sterben. Ich werde dich in den Himmel aufnehmen, aber so weit sind wir hier noch nicht. Es gibt Gebete, die Gott nicht beantworten wird, weil wir viel zu wenig beten, aber für die völlig falsche Sache beten, weil Gott viel Größeres vorhat. Aber er denkt, dass er nichts mehr erreichen kann, er denkt, alles ist umsonst. Und was ist Gottes Antwort? Schimpft Gott ihn aus und sagt, wie kannst du nur? Nein, Gott ist gnädig und barmherzig. Hier sehen wir, wie er trägt. Er baut sich nicht vor ihm auf und sagt, erinnere dich, was du gestern noch erlebt hast. Wie kannst du nur? Nein, hier sehen wir, wie Gott den Elia trägt, wie ein Mann seinen Sohn trägt in der Wüste. Er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an. Wahrscheinlich hat er sich erschreckt, oder? Er schläft und im Ginsterstrauch ist völlig ermattet. Da kommt der Engel und sagt, hey, Elia, Eliahu. Und er, wer bist du?
Aber dann merkt er, okay, das ist nicht Isabel und auch kein König, kein Soldat aus dem Nordreich. Und er sieht, es ist ein Engel. Und der Engel rührt ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf auf heißen Steinen gebackener Brotfladen aus der Bäckerei des Himmels. Brot und einen Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Ist das nicht schön, wie Gott mit ihm umgeht? Er hält ihm keine Standpauke, hält ihm keine Strafpredigt, sondern sagt, weißt du, was du jetzt brauchst, so erschöpft und niedergeschlagen, wie du bist, du brauchst einfach mal gutes Essen. Iss dich satt, trink dich satt, schlaf. Bisschen New Start, nicht wahr? Aber was ich meistens bisher übersehen habe, kommt jetzt. Schaut mal, wie es weitergeht. Vers 7 und lest genau mit. Und der Engel des Herrn kam zum, wie geht's weiter? Zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Mir war das bisher nie aufgefallen, dass der Engel ihn zweimal anrührt. Versuchen wir jetzt nochmal in die Lage hineinzusetzen, oder? Also Elia ist todunglücklich, todbetrübt, suizidal fast, ja, also fast. Er hat mit dem Leben abgeschlossen, er glaubt, alles ist umsonst, er ist völlig depressiv und ein Engel kommt und sagt, schau mal, schlaf dich aus und vor allem iss und trink. Hier ist eine Erfrischung von Gott persönlich. Himmlisches Brot, himmlisches Wasser, stärke dich. Was macht Elia? Er isst. Er isst von dem Brot, er trinkt von dem Wasser und wahrscheinlich hat er irgendwann gedacht, das reicht. Ich habe gegessen, ich habe getrunken, jetzt kann ich schlafen. Aber der Himmel hatte einen anderen Eindruck. Der Himmel sagt, nein, Elia, du musst mehr essen, du musst mehr trinken. Warum? Was sagt der Text? Der Weg ist noch weit. Elia hat wahrscheinlich gedacht, das Brot und das Wasser sind lediglich so eine Art, Wellnessprogramm für einen, der am Boden ist, ja? So als Belohnung dafür, dass man sich so abgemüht hat. Das war es zwar auch, aber es war mehr. Der Segen, den Gott ihm jetzt gab, sollte ihn stärken für das, was kommen würde. Und Elia hat das nicht begriffen zunächst. Er dachte, wenn ich ein bisschen esse und ein bisschen trinke, reicht das ja, oder? Kann es sein, dass Gott uns manchmal segnet mit echten Erfrischungen und wir nehmen etwas davon und denken, ah, jetzt habe ich ja diese Segnung für mich in Anspruch genommen, aber wir schöpfen sie nicht völlig aus. Der Engel sagt, du hast zwar gegessen, aber du könntest noch mehr davon essen. Du hast zwar getrunken, aber du könntest noch mehr trinken. Und ihr wisst, was passiert. Die Bibel sagt dann in Vers 20, als er mehr isst, als er mehr trinkt, als er den Segen Gottes viel stärker ausschöpft, stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang. Wäre er in der Lage dazu gewesen, wenn er nur einmal gegessen hätte? Ihr seht, der Engel möchte ihm deutlich machen, für die lange Strecke, die vor dir liegt, musst du den Segen, den Gott dir gibt, auch völlig ausschöpfen. Ich glaube, niemand von uns kann heute sagen, er ist noch nicht von Gott gesegnet worden, oder? Wir alle haben schon echt einen großen Segen erlebt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht geht es auch nur mir so, vielleicht ist es bei euch komplett anders, aber manchmal ist es so, man wird von Gott gesegnet, man freut sich über den Segen, man nimmt ein bisschen teil an dem Segen und dann rennt man weiter. Und wundert sich, dass man nach kurzer Zeit schon wieder erschöpft ist. Und Gott sagt dem Elia, nimm doch mehr von der Segnung. Hast du die Segnung schon völlig ausgeschöpft? Hast du alles gegessen, was ich dir gegeben habe? Hast du alles getrunken, was ich dir getrunken habe? Denn wenn du alles essen würdest und alles trinken würdest, dann könntest du plötzlich Übermenschliches leisten, 40 Tage wandern. Wisst ihr, dass Gott jeden Morgen auch zu uns spricht und sagt, steh auf und iss.
Also zumindest bei mir gibt es zwar kein himmlisches Brot aus der Bäckerei des Himmels, aber es gibt ein himmlisches Brot aus der Bäckerei des Himmels. Es gibt das Wort Gottes und jeden Morgen sagt er uns, Christopher oder wer immer du bist, steh auf und iss. Und manchmal stehen wir auf und essen ein bisschen und sagen, ah, ich habe ja 10 Minuten mir genommen, habe ein Bibelvers gelesen, habe mein Morgengebet gesprochen. Gut, ich bin vorbereitet. Könnte es sein, dass Gott uns manchmal ein bisschen mehr segnen möchte? Und wir den Segen, den wir haben könnten, gar nicht voll ausschöpfen und uns dann wundern, dass wir schon wieder unvorbereitet in Probleme kommen. Denn Gott weiß ja, was auf uns zukommt, oder? Gott kennt die Zukunft. Wir kennen sie nicht, aber Gott segnet uns. Wir müssen den Segen in Anspruch nehmen, und zwar vollständig. Wenn wir schon in 1. Könige seid, geht mit mir zu 2. Könige. Ein bisschen weiter, in 2. Könige 13. 2. Könige 13 und dort Vers 14. 2. Könige 13 und dort ab Vers 14, auch eine ganz interessante Geschichte. Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm hinab, weinte vor ihm und sprach, oh mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Hier ist ein Prophet, ein bekannter Prophet, ein wichtiger Prophet. Und der König Israels merkt, dieser Prophet wird sterben. Und er hat Angst. Und ihr seht, wie hoch der Prophet angesehen ist. Der König sagt, mein Vater. Im alten Orient war es so, wenn man auf Augenhöhe war, sagt man, mein Bruder. Ja, Bruder. Und zwei Könige, die auf Augenhöhe sind, sagen, du bist mein Bruder, ich bin dein Bruder. Ein König, der viel mächtiger ist, sagt zu einem unteren König, du bist mein Sohn. Und der untere König sagt zu dem oberen, du bist mein Vater. Wenn der König zu Elisa sagt, mein Vater, sagt er, du bist viel wichtiger als ich. Deine Gegenwart in Israel ist wichtiger als die des Königs. Und schaut mal, wie er ihn nennt. Er nennt ihn den Wagen Israels und seine Reiter. Ich weiß nicht genau, ob ihr euch ein bisschen mit Militärgeschichte auskennt, aber zur Zeit des Alten Testamentes waren Streitwagen die absolut wichtigste militärische Waffe überhaupt. Wenn man das in heutige Zeit übertragen würde, dann würde man vielleicht sagen, Elisa, du bist der Kampfjet, du bist der Panzer, du bist die Atomwaffe sozusagen, du bist die wichtigste Waffe, die wir haben in diesem geistlichen Kampf zwischen Gut und Böse. Wir brauchen dich. Mit anderen Worten, der Subtext ist, Elisa, wenn du jetzt tot bist, was sollen wir machen? Wir brauchen den Segen, der durch deinen Dienst kommt. Und Elisa sagt, schau her. Ich werde noch einmal dir einen großen Segen anbieten. Selbst wenn ich sterbe, hast du jetzt die Möglichkeit, diesen Segen in Anspruch zu nehmen. Schaut mal in Vers 15. Elisa aber sprach zu ihm, nimm einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm einen Bogen und Pfeile. Und Elisa sprach zum König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen. Ja, der König nimmt den Bogen, er nimmt den Pfeil. Es heißt, spanne den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand. Und Elisa legte seine Hand auf die Hände des Königs. Also stellt euch das vor, der König hat jetzt den Bogen oder den Pfeil und er ist bereit zu schießen. Und der Elisa kommt und nimmt seine Hände auf diesen Pfeil, auf Bogen. Was soll er damit ausdrücken? Mit anderen Worten, das, was du jetzt gleich machen wirst, ist mein Werk. Ja? Also wir arbeiten jetzt gemeinsam. Den Pfeil, den du abschießen wirst, es ist so, als wenn ich ihn abschießen werde. Das, was der Prophet tun kann, mit anderen Worten. Und dann heißt es in Vers 17, und er sprach, mache das Fenster nach Osten auf. Und er macht es auf und Elisa sprach, schieß. Und er schoss. Er aber sprach, ein Pfeil der Rettung vom Herrn, ein Pfeil der Rettung gegen die Aramäer. Du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Also stell dich das vor. Der König steht am Fenster. Er nimmt sein Bogen und sein Pfeil. Der Prophet Elisa steht daneben, tut seine Hände darauf, um zu sagen, das, was du jetzt tun wirst, ist das, was ich dir sozusagen als Segen mitgebe. Schieß. Und er schießt aus dem Fenster. Und Elisa erklärt das Symbol und sagt, dieser Pfeil ist ein Symbol für den Sieg gegenüber eure Feinde. Ein Sieg über die Aramäer. Die Aramäer waren der größte Feind in der damaligen Zeit. Das Nordreich Israel hatte ständig mit denen Krieg. Und jetzt bot Elisa ihm an, wenn du willst, könnt ihr einen vollständigen Sieg über die Aramäer haben. Das ist der Segen, den ich euch anbiete. Ein Sieg, der so vollständig ist, dass ihr mich gar nicht mehr brauchen werdet. Schieß. Und er schießt.
Und dieser Pfeil ist ein Symbol für die Rettung. Und jetzt sagt Elisa zu ihm, nimm die Pfeile in deine Hand. Die Pfeile sind ein Symbol für die Rettung, ein Symbol des Sieges. Und er sagt, stoße auf den Boden. Könnt ihr das sehen? In Vers 18. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und als der sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlage auf die Erde. Wahrscheinlich hat sich der König einen Moment gewundert. Jetzt hat er die Pfeile in der Hand. Er weiß, diese Pfeile sind offensichtlich ein Symbol des Sieges über die Feinde. Diese Pfeile sind ein Symbol für das, was der Prophet ihm schenken möchte. Ein Symbol für den Segen Gottes. Er soll jetzt auf den Boden stampfen. Was macht er? Okay. Bam. 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 Vielleicht kam es ihm ein bisschen doof vor. Nach dreimal hört er auf. Vielleicht hat er sich gedacht, naja, das reicht ja, oder? Dreimal hat er geschlagen und er hört auf. Und Elisa schaut ihn an und sagt, hast du nicht verstanden? Diese Pfeile sind ein Symbol für Siege. Siege über deine Feinde. Warum schlägst du nicht viel mehr? Denn jedes Schlagen ist ein Sieg. Warum bist du denn mit drei Siegen zufrieden und schlägst dich immer weiter, bis deine Feinde völlig besiegt sind? Manchmal bitten wir Gott um Siege in unserem Leben und er schüttet den Himmel über uns aus. Und wenn wir es dann anwenden wollen, sagen wir, naja, ich habe doch 15 Minuten Bibel gelesen, das hat doch jetzt gereicht, oder? Ich habe doch abends noch kurz gebetet. Ich war doch im Gottesdienst. Und das ist ja auch schön. Aber hast du den Segen Gottes ausgenutzt? In unserem Kopf ist oft, dass wir ein bisschen von Gott Segen bekommen und dann müssen wir arbeiten. Aber das Problem ist oft, dass wir deswegen fallen und deswegen nicht Erfolg haben und deswegen die Dinge nicht erreichen, die Gott sich eigentlich wünscht, weil wir den Segen gar nicht ausschöpfen, der da ist. Er hat nur dreimal geschlagen und meinte, das reicht. Aber Elisa sagt ihm ganz deutlich, da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, wenn du 5 oder 6 Mal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wirst du die Aramäer nur 3-mal schlagen und mit 3 Siegen werden die Aramäer nicht auf Dauer besiegt werden. Mit wie viel Segen bist du zufrieden? Elisa wusste, was er tat. Elisa wusste, was er sagte, aus eigener Erfahrung, denn er hat uns ein besseres Beispiel hinterlassen. Schaut dann wieder in 2. Könige, Kapitel 2. Als Elisa noch der Diener von Elia war, in den letzten Tagen des Elia, wobei ich sagen muss, in den letzten Tagen des irdischen Lebens von Elia, denn wie wir gerade von schon gehört haben, ist Elia ja nie gestorben. Als Elisa schon wusste, heute wird Elia in den Himmel aufgenommen werden. Ganz ehrlich, wenn ihr einen Menschen kennen würdet, einen Propheten, der in den Himmel aufgenommen wird, würdet ihr gerne dabei sein, ja oder nein? Oder würdet ihr sagen, heute kann ich nicht zu dir kommen, weil ich habe noch eine wichtige Vorbereitung für irgendwas. Würdet ihr sagen, ich will auf jeden Fall dabei sein, um das zu sehen, um noch so viel wie möglich an Segen mitzunehmen? Oder würdet ihr sagen, naja, ich habe dich ja schon so oft gesehen, ich habe schon viele Predigten von dir gehört, mach mal alleine. Elia bereitet sich vor, in den Himmel aufgenommen zu werden und Elisa ist bei ihm. Und jetzt schaut, was passiert. Mehrmals fragt Elia den Elisa, willst du noch mitkommen? Oder bleib doch lieber hier zurück. Schaut mal in Vers 1 und 2. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte. Da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe doch hier. Der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Kurze Zeit später, in Vers 4. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Elisa hatte aus Erfahrung gelernt, von Elia kann man etwas lernen. Elias, der Prophet Gottes, dort ist das Wort Gottes, ich werde ihn nicht verlassen. Wenn Jesus mit einer hörbaren Stimme zu dir reden würde und sagen würde, nach 10 Minuten Andacht ist genug, du kannst aufhören,
Würdest du sagen, okay, alles klar, danke schön, ich habe eh noch viel zu tun? Oder würdest du sagen, nein, ich möchte noch etwas mehr von dir erfahren. Ich möchte noch mehr gesegnet werden. Ich möchte den Segen, den du für mich eigentlich hast, völlig ausschöpfen. Und dann in Vers 9 heißt es, und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Und er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und ihr kennt die Geschichte. Elia wird in den Himmel aufgenommen. Elisa sieht es und er bekommt den doppelten Anteil des Geistes des Elia. Den hätte er niemals bekommen, wenn er in Gilgal gesagt hätte, ah, der Elia möchte alleine gehen. Ich bleibe jetzt hier in Gilgal. War ja schön die Zeit mit dir. Elisa wusste, es gibt noch mehr Segen. Nicht durch seine eigene Kraft, nicht durch seine eigene Weisheit. Es gibt noch mehr Segen, wenn er dort bleibt, wo das Wort Gottes ist. Und er konnte nur deswegen so überreich gesegnet werden, weil er den Segen Gottes ausschöpfen wollte. Hast du in deinem Leben den Segen Gottes ausgeschöpft? Noch eine letzte Geschichte, diesen Punkt zu illustrieren. In 2. Könige 4, heute sind wir in den Königen. In 2. Könige 4, da hat eine Frau das Problem, dass ihr Mann gestorben ist. Wir haben das gerade gestern in der Andacht gelesen. Da ist eine Frau gestorben, ein Mann gestorben und die Frau hat Geldprobleme. Die Gläubiger kommen und es gibt keine Insolvenzverfahren im alten Israel. Die einzige Möglichkeit ist, die eigenen Söhne zu verkaufen als leibeigene Knechte. Sie will das nicht. Sie bittet den Elisa um Hilfe. Und der sagt, jetzt schaut mal in Vers 2. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Er sprach, geh hin und er bitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße und Achtung, nimm nicht wenige. Nicht zwei oder drei, nimm viele. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße und was voll ist, trage weg. Und sie gingen vor ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu, die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Sie hatte viele Krüge genommen. Und wie lange lief das Öl? Wie lange lief das Öl? Solange Krüge da waren. Als kein Krug mehr da war, hörte das Öl auf. Was wäre passiert, wenn sie gesagt hätte, oh, ich will jetzt nicht unhöflich sein bei meinen Nachbarn, ich nehme mal zwei. Ich habe selbst noch einen, ich nehme noch zwei, das ist drei, das ist ja schon mal eine ganze Menge, oder? Wenn da ein Wunder geschieht und drei Krüge werden voll, das wäre schon mal eine ganze Menge. Wäre ein Anfang, oder? Dann wäre nach drei Krügen das Öl alle gewesen. Und die Schulden wären nicht mal ganz abgezahlt wahrscheinlich gewesen. Stattdessen nimmt sie viele, so viele sie finden kann und das Öl fließt und fließt und fließt, so sehr, dass nicht nur die Schuld abgetragen wird, sondern sie noch Gewinn machen kann. Gott hat Öl im Überfluss. Die Frage ist nur, wie viele Gefäße bringen wir zu ihm? Wie groß ist das Loch in unserem Herzen, das wir aufmachen, damit er uns füllen kann? Wie viel wollen wir von dem Segen? Oder sind wir mit ein wenig zufrieden? In Psalm 81 steht ein ganz toller Vers. Den solltet ihr euch gut merken. In Psalm 81 und dort Vers 11 sagt Gott etwas sehr Anschauliches. In Psalm 81, Vers 11 sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus dem Land Ägypten. Klingt wie die 10 Gebote, oder? Ich habe dich erlöst, ich habe dich errettet. Und jetzt schaut mal, wie es weiter heißt. Tue deinen Mund, wie geht's weiter? Weit auf. So will ich ihn füllen. Was sagt Gott? Wenn du zu mir kommst, mach deinen Mund auf. Und zwar nicht nur, ja, wie junge Mädchen, die sich beim Singen nicht trauen, dass sie den Mund aufmachen. Ja? Oh, na. Mach deinen Mund auf, so weit wie möglich. Wie ein kleines Küken, nicht wahr? Ein kleines Vogelküken, das den Mund auf, den Schnabel aufreißt, damit Gott hineinfüllen kann.
Unser Problem ist nicht, dass wir zu schwach sind. Unser Problem ist, dass wir die vielen Segnungen Gottes nicht richtig nutzen. Denn Gott stärkt uns nicht einfach nur, weil er uns ein Pflaster geben will. Er stärkt uns nicht, weil er sagt, aha, okay, du hast jetzt so viel Stress gehabt, jetzt entspann dich mal ein bisschen. Gott stärkt uns natürlich dafür auch, aber er stärkt uns vor allem auch deswegen, weil er uns Kraft geben möchte für das Weitere. Er hat dem Elia Brot und Wasser gegeben, weil der das dringend brauchte und um ihn zu stärken für die nächsten 40 Tage. Gott möchte uns überreich segnen. Schaut mal in Epheser Kapitel 1, Vers 3 und 4. Epheser Kapitel 1, Vers 3 und 4, der Paulus, der hat so eine Art, das alles so hymnisch und mit langen Sätzen zu beschreiben. In Epheser 1, Vers 3 und 4, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt an, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Der ganze Himmel steht dir und mir zur Verfügung. Warum erleben wir oft dann geistliche Dürren in unserem Leben? Wir haben nicht viele Krüge mitgebracht. Wir sind nicht bereit, oft genug aufzustampfen, den Segen voll in Anspruch zu nehmen. Wir haben ein bisschen von dem Brot, ein bisschen von dem Wasser genommen und haben viel übrig gelassen. Ist es nicht so, dass wenn wir gesegnet sind, wenn wir merken, heute war ein schöner Tag, heute hat Gott mich besonders gesegnet, dass wir vielleicht dankbar sind und dann weitergehen? Warum nehmen wir uns nicht mehr Zeit, über die Segnungen lange nachzudenken? Aus den Segnungen richtig zu schöpfen, Lehren herauszuziehen aus dem Segen, sodass wir Kraft bekommen für das Nächste. Ich möchte nicht Gott sein. Wir beten ständig zu ihm, Herr, schenk uns Kraft. Herr, segne uns. Und dann segnet er uns und dann lassen wir die Hälfte liegen. Und dann sind wir wieder in der Bredouille und sagen, Herr, segne uns. Und er schüttet den Himmel aus und wir sind schnell zufrieden und gehen weiter. Gott braucht viel Geduld mit uns. Deswegen sagt die Bibel, dass wir über seine Taten nachsinnen sollen. Schaut mal in Psalm 77. In Psalm 77 und dort Vers 12 und 13. Der Asaf, der singt das hier in diesem wunderschönen Psalm. Psalm 77, Vers 12 und 13. Die Bibel sagt, ich will gedenken. Psalm 77, Vers 12 und 13. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. Was ist sein Geheimrezept? Er denkt nach über die Hilfe und den Segen, den Gott schon gegeben hat. Und jetzt wisst ihr, wozu man einen Stein namens Eben-Eser braucht. Ein Stein, der einen daran erinnert, ah, das hat Gott mir geholfen, darüber kann ich nachdenken. Da hat er mir Segen gegeben, darüber sollte ich ein bisschen nachdenken. Er sagt nicht nur, dass wir uns daran erinnern im Sinne von, ach ja, da war ja was, sondern dass wir die Taten erwägen, dass wir über sie nachsinnen. Vielleicht sollten wir wirklich mehr beim Einschlafen darüber nachdenken, Herr, was habe ich letzte Woche alles Tolles von dir geschenkt bekommen? Herr, was habe ich eigentlich letztes Jahr Tolles mit dir erlebt? Darüber nachdenken und nachdenken und nachdenken. Die Bibel verspricht, dass wir plötzlich viel mehr geistliche Kraft hätten, als wenn wir ständig nur bitten, Herr, ich brauche Kraft. Und dann gibt uns Gott zwar Segen, wir sind zufrieden, aber wir sind nicht vorbereitet. So wie die Israeliten, die immer sich beschwert haben, Gott hat sie gesegnet, sie wurden satt, sie haben getrunken und bei der nächsten Problematik haben sie sich wieder beschwert, weil sie den Segen nicht ausgekostet haben. Sie haben das Manna gegessen, aber nicht drüber nachgedacht. Sie haben das Wasser getrunken, aber nicht drüber nachgedacht. Sie haben die Stimme Gottes vom Berg Sinai gehört, aber nicht drüber nachgedacht. Wir sind dankbar oft über jede Predigt, die wir hören, aber wir denken nicht drüber nach. Wir sind dankbar über jede Gebetserfahrung, aber wir denken später nicht drüber nach. Aber Asaf sagt, ich will gedenken an die Taten des Herrn. Und deswegen sind solche Steine eben Eser wichtig. Denn wenn man wirklich drüber nachdenkt, wie Samuel sagt, und in die Vergangenheit schaut, dann muss man ja nicht lange suchen. Es ist ja nicht so, dass man in der Vergangenheit ewig suchen muss, bis man endlich mal eine Segnung findet. Wenn man nur erstmal zurückschaut, stellt man fest, wie Samuel sagt, bis hierhin, auf dem ganzen Weg hat er uns gesegnet. Und immer und immer und immer wieder.
Gehen wir noch, wir sind gleich am Ende, in 5. Mose, Kapitel 6. Gott wünscht sich, dass wir den Segen nicht vergessen. In 5. Mose, Kapitel 6 und dort ab Vers 10. Denn Gott kennt uns und er warnt die Israeliten davor. Er möchte sie ermutigen, den Segen immer vor Augen zu behalten, um ihn völlig auszuschöpfen, damit er nicht halb gegessen weggeschmissen wird. In 5. Mose 6, ab Vers 10. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, er betont, das ist alles nicht dein Verdienst. Du bist gesegnet nicht, weil du gut bist, sondern weil Gott dich lieb hat. So hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Wir dürfen den Segen nicht vergessen. Denn der Segen soll ja Stärkung sein. Wenn ich den Segen vergesse, dann gehe ich unvorbereitet in den nächsten Konflikt. Denn so viel haben wir alle schon erlebt im christlichen Leben, oder? Dass eine Segnung nicht bedeutet, dass es nie wieder Konflikt gibt. Der Teufel stirbt nicht durch die Segnung, die Gott uns schenkt. Sondern die Segnungen sind nur Vorbereitung für den nächsten Konflikt. Und wenn ich die Segnung dankbar annehme, aber nicht weiter mich um sie kümmere, sondern sage, danke Herr, dass du mich rausgerettet hast und unbedacht weiterlaufe, renne ich halt wieder auf den Satan unvorbereitet. Und deswegen gibt es diesen Zyklus in den Richter, diesen Zyklus im Volk Israel ständig, diesen Zyklus in unserem Leben von Segnung und Fall und Segnung und Fall. Und Gott sagt, mach das doch nicht, denk doch mal über den Segen richtig nach. Nutzt ihn. Wenn Gott uns segnet, ist das immer auch für das Kommende gemeint. Was war das? Heute ist der Sabbat, oder? Der Sabbat ist gesegnet. Und wir wissen, wir haben gerade davon gesagt, der Sabbat ist dazu da, damit wir über die Schöpfung nachdenken. Gott hat geruht, nachdem er 6 Tage gearbeitet hat. Wie viele Tage hatte der Adam gearbeitet, als der erste Sabbat da war? Noch gar nichts gearbeitet, der war gerade mal erschaffen worden. Ne? Hatte dann zu tun mit der Hochzeit, ja, die zum Glück Gott schon auch arrangiert hatte. Für den Adam war der Segen des Sabbats zuallererst nicht ein Ausruhen von der anstrengenden Arbeitswoche, sondern für den Adam war der Segen des Sabbats Vorbereitung für die kommende Woche. Heute ist nicht ein Tag, damit wir endlich diese Woche abschließen können, sondern heute ist auch ein Tag, an dem wir uns vorbereiten können für das, was nächste Woche kommt. Es würde sich lohnen, mal den Sabbat so zu betrachten, als ein Tag, an dem besonders Gott segnet und wo wir schöpfen können von dem Segen für das, was kommt. Wisst ihr, denn Gott segnet uns ja niemals, weil wir es verdient haben. Schaut mal ganz kurz noch in Matthäus Kapitel 5. In Matthäus Kapitel 5 wird das ganz deutlich. In Matthäus Kapitel 5 und dort Vers 45. Es geht dort in dem Abschnitt um die berühmte Rede Jesu über die Feindesliebe. In Matthäus Kapitel 5 und dort Vers 45. Da heißt es, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Frage. Lässt Gott die Sonne scheinen, weil alle Menschen gut sind, ja oder nein? Lässt er es regnen, weil alle Menschen ihm folgen? Nein. Also warum segnet er sie? Was will er? Was soll der Segen bewirken? Der Segen soll den Menschen helfen, mit den kommenden Problemen des Hungers fertig zu werden. Er segnet sie nicht, weil sie etwas getan haben, sondern er segnet sie, damit sie, wenn sie den Segen in Anspruch nehmen, indem sie etwas anbauen, indem sie Ackerbau betreiben und den Segen der Sonne und des Regens in Anspruch nehmen, damit sie durch den Segen vorbereitet sind, damit sie Essen haben. Gott segnet nicht, weil wir es verdient haben, er segnet uns, damit wir daraus etwas machen. Und wenn wir das verstehen,
dann verstehen wir auch, dass jemand, der von Gott besonders gesegnet ist, nicht besonders gesegnet ist, weil er doch irgendwie es sich verdient hat, sondern der besondere Segen ist nur die Vorbereitung auf eine besondere Aufgabe. Deswegen ist das Volk Israel besonders gesegnet worden, weil es eine besondere Aufgabe hatte. Deswegen sagt Gott, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Er hat den Abraham besonders gesegnet, nicht weil Abraham besser war als anderen, sondern weil er eine besondere Aufgabe hatte. Wenn du das Gefühl hast, ich bin besonders gesegnet von Gott, wisse, das hat einen Grund. Nicht, weil du das dir verdient hast, sondern weil du aus diesem Segen besonders viel schöpfen kannst für das, was kommt. Wenn wir diese Verantwortung aber ablehnen, wenn wir eben nicht unser Feld bestellen, obwohl Gott Sonne und Regen sendet, dann erleben wir Fluch. Wenn wir die Segnung eben nicht in Anspruch nehmen, wenn wir das Brot, das Gott uns gibt und das Wasser, das er hinstellt, ungegessen und ungetrunken lassen, wenn wir gar nicht erst mit den Pfeilen losschlagen, wenn wir das alles nicht nutzen, dann erleben wir Fluch, dann gewinnen die Aramäer. Dann gibt es keine Ernte. Dann wird uns der Weg zu lang. Und deswegen sagt die Bibel, dass wenn wir Gottes Geboten nicht folgen, dass wir dann Fluch erleben, weil wir den Segen nicht in Anspruch genommen haben. In 5. Mose 6, das ist der letzte Vers für heute. In 5. Mose Kapitel 6. Vielleicht fragt ihr euch, okay, wie kann ich dann solche Steine aufbauen? Solche Eben-Esers. Ja, ich kann ja nicht überall in meinem Vorgarten große Steine aufbauen. Ne? Aber es gibt eine Möglichkeit, die noch viel einfacher ist. Wir haben gesehen, die Israeliten haben Steine aufgebaut, damit, wenn später Generationen vorbeilaufen, die Eltern sagen können, schau mal, an dieser Stelle sind wir über den Jordan gezogen, ja, durch den Jordan hindurch. An dieser Stelle, dort hat damals der Jakob die Himmelsleiter gesehen. An dieser Stelle hat Gott uns geholfen gegen die Philister. An dieser Stelle und so weiter. Schaut mal, was hier steht in 5. Mose 6 und dort ab Vers 20. 5. Mose 6, Vers 20, wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, also das Gesetz Gottes, die euch heute der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns mit starker Hand aus Ägypten. Und der Herr tat vor unseren Augen große und schreckliche Zeichen und Wunder in Ägypten an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, alle diese Satzung zu halten, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, wie es heute der Fall ist. Selbst wenn man keinen Stein sieht, keinen buchstäblichen Felsblock, auf dem Eben-Eser steht, gibt es doch etwas, woran man sich ständig an die Güte Gottes erinnern kann. Nach 5. Mose 6 sind das Gottes Gebote. Denn jedes Mal, wenn man Gottes Gebot aus Liebe hält, erinnert man sich daran, was Gott für einen getan hat. Jedes Mal, wenn man Gottes Gebote aus Überzeugung und Glauben hält, weiß man, das kann man nur tun, weil Gott so gut zu einem ist. Gott hat die 10 Gebote gar nicht gegeben, damit wir sie als eigene Leistung werten, sondern Gott hat die 10 Gebote gegeben, jedes einzelne Gebot als einen Gedenkstein. Deswegen beginnen sie ja auch mit der Erinnerung an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Wer die 10 Gebote liest, liest zuerst, was Gott getan hat, wie er sie errettet hat. Ihr Lieben, das Beste, um sich daran zu erinnern, was Gott alles in der Vergangenheit getan hat für mich, ist, wenn ich seine Gebote aus Liebe halte. Jedes Gebot Gottes, jedes seiner Verheißungen, jeder Satz dieses Buches ist ein Gedenkstein. Und wenn wir diese Gedenksteine ernst nehmen, dann können wir den Segen voll ausschöpfen. Deswegen gibt es am Ende der Zeit ein Volk, das die Gebote Gottes hochhält und damit der ganzen Menschheit zeigt, bis hierhin hat Gott uns geholfen. Wer von euch möchte heute sagen, ich möchte in meinem Leben die vielen Segnungen Gottes, die er mir schon geschenkt hat, noch vollständiger ausnützen? Ich will sie nicht nur so oberflächlich behandeln wie bisher, ich möchte noch mehr aus dem Segen leben, den er mir schon gegeben hat. Wer von euch möchte sagen, das ist mein Wunsch? Gott sei gelobt. Lasst uns ein Lied singen.